was machst du denn hier? Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen. Ich bin extra für dich früh aufgestanden, damit wir zwei wenigstens noch zusammen frühstücken können. Wie cute. Bevor du dich wieder schlafen legst, weil du die ganze Zeit arbeiten willst. Das ist super süß von dir. Mm-hmm. Guten Morgen. Was geht? Was ist los? Mann, das nervt mich alles, ey. Ich komme über die Scheiße mit Kim immer noch nicht hinweg. Ja. Ich finde es einfach so krass, wie die einfach uns alle so monatelang angelogen hat. Ich finde das so krass einfach. Ich dachte, ich kenne sie, Mann. Ich bin froh, dass sie jetzt auf Malle ist bei ihrem Dad, ne? Mhm. Wirklich, wenn ich sie jetzt hier sehen würde, ich würde durchdrehen. Mhm. Und dann noch mein scheiß DJ-Job. Was für DJ? Ich habe ja noch nicht meinen richtigen DJ-Job, Mann. Ich bin LJ. Wisst ihr, was das bedeutet? Was denn? Light Management. Lightjockey. Ich muss die Lichter regeln. Bei rotes Licht werden die Gäste geil, Nick, bei grünes Licht haben die wieder Bock. Nick. Ich hab doch was Großes Nick, verdient. Ist jetzt okay. Weißt du, was wir machen? Wir machen heute einen Ablenkungstag, okay? Ich hab frei. Wir können einfach alle was zusammen machen und dann kommst du mal wieder auf andere Gedanken. Ja. Ja? Klingt das gut? Ich glaube, erst noch schlafen, ja? Ja, ich muss auch erst schlafen. Wirklich. Okay, schlaf gut. Gute Nacht. Guten Nacht. Hallo. Alter. Sorry. Okay, der Typ kann nicht laufen, ne? Schatz. Ja? Soll ich auch was tragen? Nee, warum hast du jetzt schon wieder nichts zugesagt? Ich dachte, wir können mal wieder was zu zweit machen. Du bist die ganze Zeit nur noch arbeiten. Wir haben gar keine Zeit mehr für uns, ja. Das stimmt, das finde ich auch echt scheiße. Aber du hast doch gerade Nick gesehen. Und wir sind seine Freunde, dann müssen wir den doch wohl aufheitern, oder? Mit Nick ist immer alles komplett übertrieben. Ja, das stimmt. Ja, und ich kann auch nicht feiern gehen, weil ich morgen arbeiten muss. Okay, dann versuchen wir einfach was Ruhiges zu machen. Einfach alle zu dritt. Und falls wir feiern gehen sollten, werden wir es auch nicht so übertreiben, okay? Ich will ja auch was mit Danny machen. Aber ganz ehrlich, in Berlin gibt es noch so viel zu entdecken. Da habe ich einfach keine Lust auf langweilige Abende zu Hause. Ich hab keinen Bock wieder zu arbeiten. Ich hab eben schon gearbeitet. Was will ich mir safe noch so schön draufdrücken? Achso. Hi, na? Hi. Hier, bitteschön, für du. Ich hab übrigens eben mit Kim telefoniert. Oh nee, bitte, bitte. Ich möchte gar nichts mehr von Kim hören, bitte. Okay. Ist nicht schlimm, in so eine Nase herumgeführt zu werden. Kannst du mal aufhören, die Blut zu stänkern? Ja, Conor, wenn du es genauer nehmen möchtest, ja, es ist schlimm. Aber Leute, wie wär's, wenn wir das Kriegsbein mal begraben? Und es einfach sein lassen. Also es tut uns echt leid, wir haben uns aber auch entschuldigt. Und ja, wie wäre es, wenn wir einfach heute alles zusammen was machen? Weil Nick und ich überlegen eh schon, was heute so geht. Dann könnt ihr einfach joinen. Nee, yes. Dafür ist zu viel passiert. Wir müssen jetzt nicht auf Best Friends. Hä, doch, guck mal, das ist doch voll die gute Idee. Nee, komm, das tut schon. Okay. Dringend sein. Hi, Janis! Jetzt? Ja. Alles klar, komm ich vorbei. Ich eile wie der Blitz. Okay, ciao. Dann ist unsere Planung jetzt, glaube ich, weg, oder? Nein, das war nur das. Ich soll nur kurz vorbeikommen, um ein paar Stunden so eine Getränkelieferung anzunehmen und dann kalt zu stellen. Und das war's. Du kannst ja einfach dann kommen und mich abholen. Dann gehen wir zusammen. Ja, ich überlege mir das mal. Na, überlegen. Das dauert mir ein bisschen zu lange. Wir machen das so, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Und wir werden safe noch was zusammen machen heute, okay? Bisschen dancen. Zeig mal, wie du dancen kannst. Ich hätte echt nicht gedacht, dass der Job im LA 14 mir so viel Spaß macht. Eigentlich sollte das ja nur zur Überbrückung sein, bis ich halt die Ausbildung zur Zahntechnikerin anfangen kann. Aber irgendwie mittlerweile kann ich mir echt vorstellen, das noch eine ganze Weile zu machen. Hey, Nick! Boah, cool, dass du doch noch gekommen bist. Hat sich ja erstmal nicht so angehört. Ja, ich hab doch eigentlich nicht so Lust, ne? Ja, kann ich verstehen. Ich muss sagen, das ist schon echt komisch, hier zu sein. So, ich weiß nicht. Jemand, der behauptet, dass Mike hier das alles gemacht hat irgendwie. Jo.
Man ist auch so unangenehm in der WG, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die ganzen Leute da in den Augen zu schauen und... Aber du, komm, können wir jetzt auf Trübsal zu blasen? Hilft doch alles nichts. Lass uns mal überlegen, was wir machen können, damit wir ein bisschen uns ablenken können. Was gäb's denn da so? Guck mal, wir sind ja eigentlich im Epizentrum des Vergnügens, wenn man es so sagen kann, oder? Ja. Also, ich habe eine Idee. Guck mal, was du? Du bist ja eine sehr professionelle Barkeeperin. Ja. Und ich würde sagen, du mixt mir einfach mal was richtig Schönes, egal was, Hauptsache alles drin. Und dann gucken wir, wie das schmeckt. Okay. Und vielleicht nehmen wir das in der Karte auf. Dann haben wir vielleicht ein neues Gedrink. Ganz bestimmt. Guck mal, hier haben wir noch Tequila, Wodka, okay, so eine tolle Mischung. So, was haben wir hier noch? Oh, das ist schön orange. Das sehen wir auch. Kappa, was ist denn das? Uff, Alter. Hi, Leute. Hi, wir würden ja was trinken. Ja, wir haben leider noch offen. Aber die Tür stand offen. Ja, die also, hat jemand offen gelassen. Aber, okay, dann gerne. Später, ihr könnt später wiederkommen. Aber ich mach doch was. Ich denke, wir sind in Berlin und nicht mehr in Osnabrück. Wir wollen feiern. Was ist denn los? Ihr seid in Osnabrück? Ja, Lilly, guck mal, ich kenne doch gar kein Partyleben. Setzt euch hin, man trinkt was. Lass mal gerne das Ja, das ist unser Mann. Dankeschön. Mach mal so. Cool. Komm, gleich war es alles super. Wir nehmen schon mal vier kurze, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Geil, okay. Perfekt, du bist ein super Mitarbeiter. Du sorgst schon für Umsatz, obwohl der Laden zu ist. Ist doch super. Guck mal auf die Uhr, Mann. Wir haben schon die erste Kundschaft. Okay. Okay, Leute, ich komme gleich zu euch. Richtig cool. Lilly, 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 Lilly. Du darfst von unten pusten, du musst von oben. Egal, trink it! Was machst du hier? Arbeiten und ein bisschen feiern. Genau. Das Ding ist, wir haben ein bisschen früh aufgemacht, dann haben wir jetzt schon mehr Umsatz, bevor der Laden überhaupt geöffnet hat. Ja, das ist echt geil. Umsatz ist immer gut, aber es macht keinen Sinn, wenn du ihn gleich vertrinkst. Ich hab's nicht vertrunken. Ich riech. Die bezahlen das alles. Gut. Pass auf, wie wär's? Du machst jetzt deine Schicht. Ist vorbei? Ich hab alles gemacht, was du mir aufgetragen hast. Danke, danke. Kannst jetzt gehen. Ja? Super, das passt uns sehr gut. Ja, wir können jetzt gehen. Ich habe eine Einladung bekommen für eine Secret Party mit Influencern, mit Top Models, mit richtig krassen Leuten, Alter. Ja, geil, wollen wir da hin? Ja. Gehen wir weiter? Ja, nee, Oldenburger sind jetzt nicht mit eingeplant. Die sind die. Oldenburg, Osnabrück. Osnabrück. Mein Lieber. Ja, Oldenburg ist okay. Ciao, Leute. Oh mein Gott. Oh, ey, Lilly, pass auf. Hallo. Huiuiui, du. Huiuiui. Lutze, die ist hier noch mitgekommen, Alter. Das Ding ist, ich kann, glaube ich, doch nicht mit auf die Party. Ich habe der Danny versprochen, dass wir heute was Ruhiges machen zu Hause. Ja, ja. Ja, ja. Aber das Kind ist im Brunnen gefallen. Welches Kind? Ja, dieses Kind hier. Merkst du, wie voll du ich bist? Ich bin doch kein Kind. Du bist todesvoll, Lilly. Als ob du jetzt nach Hause gehen kannst und einen ruhig machen kannst. Du wirst Danny so hart auf den Sack gehen. Ey, der hat einen coolen Mantel an. Was hast du gesagt? Ja, nein, das Ding ist... Warte, das Ding ist... Nein, Danny hat sogar geschrieben, irgendwas mit K.O. Ah, der will zu Hause. Nein, das Ding ist, ich gehe nach Hause, wenn du mitkommst, kommst du mit, wenn nicht, dann nicht. Aber ich muss jetzt wirklich, ich möchte ja Danny auch sehen, weißt du? Aber du würdest mich nicht sehen? Doch, ich möchte dich sehen, dann komm doch mir gerne mit. Ich sag mal ciao, ne? Lilly, nein. Ciao, nein, Lilly. Ja. Ey, ich bin so ein Opfer gerade, ja? Ich hab keine Freunde, keine Familie, ich hab nur dich. Lilly, ja? Mann, ich bin richtig hart bis Stunde besoffen und ich brauch... Möchtest du, dass ich unter die Räder komme? Was für Räder? Ja, hier in Berlin sind viele Autos unterwegs, viele Busse und so. Und dann falle ich hin, weil ich besoffen bin und bin tot. Und du bist dran schuld. Willst du Nein, das? Nein, das will ich nicht. Ja, also musst du mitkommen. Okay, aber was schreibe ich denn nie? Lass mich das mal machen. Aber nichts Dummes, ne? Lieber Danny, Nick, Schatz, wäre das okay, wenn ich doch noch mit Nicken mitgehe? Und senden. Ich habe auch ein Emoji hintergesetzt. Der mit den Affendingens. Danny, Schatz? Ja, du bist ein Mädchen. Ja, aber das sage ich nicht, das weiß der auch. Ah, jetzt wird das mehr. Egal, Hauptsache die Botschaft ist angekommen, Lille. Okay. Und wir haben ja Spaß. Oh Mann, ich hoffe,
wirklich, dass Danny nicht sauer ist. Aber das Ding ist, ich will einfach alles mitnehmen momentan, was geht, solange ich noch nicht richtig arbeite. Boah, das ist so krass, dass die jetzt schon hier alle am Feiern was wieder denn? Sind, ne? Dass die schon wieder am Feiern sind, schon so früh. Und so viele schon wieder. Lilly, die sind nicht schon so früh am Feiern, sondern immer noch. Wir sind ein bisschen spät dran. Die feiern schon seit einer Woche oder so. Ja, guck dir doch mal die Leichen hier an, Alter. Ah, stimmt. Wie könnte ich das vergessen? Ey, ich finde, heute ist so ein Tag, Mann. Wir müssen mal wieder richtig steil gehen, Lilly. Okay. Ja, hast du Bock? Ja, aber was meinst du damit? Ich hab hier mal was vorbereitet. Hast du Bock? Ey, du weißt doch, dass ich letztes Mal mega Ärger hatte mit Danny. Ja, ich weiß. Aber aus Fehlern lernt man. Sprich, was Danny nicht weiß, macht Danny fucking nochmal nicht heiß. Und das Ding ist, ich bin da. Ich bin drogenerfahrungsmäßig gut drauf. Ich weiß ganz genau, auf was man achten muss. Ich hab dich hier im Auge, du läufst nicht weg. Und ja, also ich wollte sowieso nur eine halbe nehmen, ne? Ich wollte keine ganze, also ich wollte das nicht so übertreiben. Im Endeffekt musst du selber entscheiden, ne? Aber ich bitte es dir an. Boah, ciao, Alter. Boah, ist das bitter. Für mich ist die Partyszene hier noch echt so neu und vor Pillen habe ich erst recht Respekt. Aber solange Nick bei mir ist, fühle ich mich sicher. Okay. Rocco, Digga, was geht ab, Alter? Alles klar? Ja, alles super. Kann ich vorstellen, das ist Lilly. Das ist Rocco, der Partyveranstalter. Hi. Wie geht's dir? Super, super. Und dir? Ja, auch. Also ich muss sagen, also die Musik ist schon okay, ne? Aber Digga, du hast eigentlich ein Niveau verloren, seitdem ich weg war. Oh. Also. Oh. Ja. Na dann, let's go. Geh ab, mach mal bessere Mucke. Echt jetzt? Ja, logisch. Wirklich? Hopp, hopp. Lilly, darf ich? Ja! Du musst die Chance ergreifen! Ich hab dich im Auge. Also du weißt schon, ne? Also, oh Gott! Ein bisschen habe ich schon noch ein schlechtes Gewissen Danny gegenüber. Aber ich bin auch irgendwie froh, dass ich mitgekommen bin, weil hier ist es echt geil. Krass, riechst du gut, ey. Danke, du auch. Ey, du warst so gut, ne? Was? Alle echt? Haben dich gefeiert. Echt? Alle. Euch auch. Ich bin so froh, dass ich nach Berlin gekommen bin. Und ich habe auch echt so ein Glück, Nick kennengelernt zu haben. Der ist ein super netter Kerl. Hast du vielleicht Lust, was zu trinken? Ja. Wasser oder irgendwie was Alkoholisches. Ja. Kein Problem, das ist ganz normal. Ey, Wasser fühlt sich so krass an, ey. Heftig. Warte, ich muss auch. Shit, was war das denn? Sorry. Wie ist das denn jetzt gerade passiert? Der Moment, der war irgendwie so schön und ich muss sofort nach Hause. Hi. Was ist los? Was ist los? Ja, alles gut. Sicher? Mhm. Ich war nur, ich will zu feiern. Feiern? Ja. Was meinst du, oder was? Nee, ja, doch. Rede gute Nacht. Nein, alles gut, danke. Gute Nacht, Peggy, okay? Schlaf. Du auch. Thank you.
fly. Na, wie war's? Es war gut. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, dass wir heute nicht zusammen was machen konnten. Ist schon okay, Schatz. Ich bin nach der Arbeit eh total fertig. Aber wir machen morgen was, ja? Ja, klar, gerne. Wäre ich doch bloß zu Hause geblieben. So ein bisschen habe ich dich schon vermisst. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich habe uns geküsst. Das war aus Versehen, Digga, ja? Aus Versehen, Alter. Ja, Mann, das war aus Versehen. Sitz mal keine Leute, Mann. Du ehrenlose Mistkerl. So wie das aussieht, hast du dich mit Janis zum verabredet und der hat anscheinend was Besseres zu tun als das. Genau. Hey, Emmy. Hi. Ich habe noch immer Gefühle für dich und das weißt du auch.